Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Oberzorg The Banished. Oh, hatten wir schon angekündigt, es geht jetzt in der Folge hauptsächlich um den Ausbau des Südens hier unten. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Und hier unten nein, ein neuer Zentralmarkt. Und der wird wichtig werden. Bis nach dorthin. Und dann muss der aus der Mitte dann noch raus. So, wir haben keine freien Laborer mehr. Wir müssen hier mehr auf die Bilder verzichten. So, dann brauchen wir hier mehr Kohle. Da gehen wir aber erstmal auf 5 runter. So, dann bauen wir hier unten ein neues Wohngebiet auf. Und das nicht zu knapp. Wir müssen alle... Hier oben sind gar keine mehr drin. Aber theoretisch... So.
Obwohl, die Wege gehen sogar auch noch. Da haben wir mittlerweile 4. Pass auf, habt ihr? Habt ihr nicht? Milk, 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 Milk. 5. Ihr verbraucht ihr trotzdem. Dass das Food, ja, es geht leicht zurück. Da müssen wir gegenarbeiten. Gut, haben wir ja mit der ganzen Geschichte hier gemacht. Baugebiet fangen wir dann an, diese Häuser hier abzugraden auf Steinhäuser. Du bist immer noch im Bau. So, ein Bauarbeiter ist gestorben, weil er von der Leiter gefallen ist. Ja, da. Marone ist gestorben. So, wir produzieren eine ganze Ecke an Furnace Fuel. Dann würde ich gerne da oben mal 1000 Furnace Fuel einlagern. Ist jetzt mal auf Stahlwerkzeuge. Wobei die Tools uns gleich um die Ohren fliegen werden. 20 Stück noch. Wie viel passen jetzt hier oben eigentlich rein? Ungefähr 80 sein, sind wir bei 160 ungefähr. Sollte passen. So, Schaumänner. Dann müssen wir zusehen, dass wir die Dings hier rausbekommen. Wie viel produzierst du? 61. Und du?